Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Oliver Kreuzer, ein bisher turbulentes Trainingslager des Karlsruher SC. Fangen wir mit dem ganz aktuellen Geschehen vom Tage an. Der Cheftrainer hat sich die Achillessehne gerissen. Wie sieht es denn momentan aus? Wo ist er? Wie geht es da genau weiter? Ja, zuerst mal ist es richtig, dass wir unglaubliche Tage hinter uns hatten, wo ich auch selbst als Spieler oder Sportdirektor noch nie erlebt habe. Das rundet natürlich das Ganze ab, heute die Geschichte mit dem Markus. Es ist unglaublich, der Markus hat heute in dem traditionellen Spiel gegen unsere Fans, wo wir eigentlich jedes Jahr durchführen, hat er sich die Achillessehne gerissen. Ist jetzt schon wieder auf dem Weg nach Deutschland und wird morgen operiert. Es ist bitter, wenn der Markus jetzt die nächsten Tage ausfällt. Ich gehe davon aus, dass er Anfang nächster Woche wieder einsatzfähig ist, aber trotzdem ist natürlich das sehr schade, wenn er jetzt die letzten Tage hier in Beleg fehlt. Aber wir haben ja mit dem Agi einen kompetenten Mann, der da das Trainingslager respektive den Trainingsbetrieb weiterhin aufrechterhalten kann. Und der Sport bleibt weiter im Mittelpunkt. Es gab die ersten beiden Testspiele gegen den VfR Aalen, gegen Borussia Mönchengladbach 2. Wie fällt das Fazit aus? Ja, gegen Aalen haben wir ja eigentlich mit unserer vermeintlichen Mannschaft gespielt, die letzten Ligaspiele auch bestritten hat. Und ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten waren wir doch dann im Spiel drin, haben unseren Rhythmus gefunden, haben gute Ballstaffetten drin gehabt, hatten auch dann das ein oder andere Quäntchen Glück, dass Orle den Elfmeter hält. Am Ende des Tages sprang 3:1 heraus. Ist ja positiv, wenn man so ein Trainingslager beginnt mit einem Sieg gegen den Zweitligisten. Und in der zweiten Partie dann, das ist immer normal, dass dann ein bisschen kleinere Probleme auftreten, wenn du jüngere Spieler einsetzt, wenn du Rekonvaleszenten bringst, wenn du Testspieler einsetzt, da spürst du dann, dass die Harmonie doch nicht so da ist. Wir gingen zwar in Führung dann durch Simon Brandstätter, ein wunderschönes Kopfballtor, haben dann durch zwei Nachlässigkeiten zwei Tore bekommen, das Spiel 2:1 verloren, aber insgesamt, glaube ich, war es doch eine runde Sache. Jetzt hat die Mannschaft keinen Cheftrainer die nächsten Tage, zumindest solange noch hier in Beleg ist. Wie sehr ist es da hilfreich, dass es einen sehr engen Draht gibt zwischen Agios Giannikas, dem Co-Trainer, der jetzt in die Bresche springen muss, und dem Cheftrainer Markus Kaczynski? Ja, ist extrem wichtig, weil in der Konstellation jetzt, wie es passiert ist, wenn du jetzt eigentlich einen zweiten Mann hast, einen Co-Trainer, der in das richtige Tagesgeschäft, in die Umsetzung der Übungseinheit nicht so involviert ist, ich sag mal jetzt etwas streng gesagt, mehr oder weniger so einen Hütchenaufsteller hast, dann hättest du doch schon ein kleines Problem. Jetzt ist es so, dass der Agi natürlich mal weiß, wie sehr eng er mit dem Markus bisher zusammengearbeitet hat und auch in den Übungseinheiten bisher immer eigentlich derjenige war, der diese Einheiten ausgeführt hat, umgesetzt hat. Markus war ja mehr derjenige, der von außen dann als Supervisor das kontrolliert hat. Und deswegen habe ich auch keine Bedenken jetzt, wenn der Markus im Prinzip leider ausfällt, der Agi das Training alleine leitet. Von daher gesehen geht es 1:1 weiter. Man beurteilt so ein Trainingslager natürlich am Ende auch immer und sagt, es ist super gelaufen, gute Vorzeichen für die ausstehenden oder kommenden Spiele. Wie beurteilt man denn bisher ein Trainingslager, das mit solchen Dingen aufwartet, wie es das bisherige tut? Ja, natürlich wünscht man sich immer einen reibungslosen Ablauf eines Trainingslagers. Letztes Jahr war er reibungslos. Wir haben überhaupt keine organisatorischen Probleme bekommen, geschweige denn verletzte Spieler. Wir sind leider Gottes in die dritte Liga abgestiegen. Dieses Jahr haben wir jetzt unglaubliche Probleme gehabt mit der Anreise, dann das Missgeschick jetzt mit dem Markus. Vielleicht ist es ein gutes Omen für den diesjährigen Sommer, aber ja, wie gesagt, wir machen das Beste draus und das soll uns von unserer guten Arbeit nicht abbringen hier. Wir haben jetzt noch drei Tage, wo die Mannschaft, ich habe auch jetzt gerade vorhin mit dem Mannschaftsrat gesprochen, dass wir
unabhängig jetzt von der Situation mit dem Markus. Wir wollen das Trainingslager seriös zu Ende bringen, haben Freitag noch ein Testspiel gegen Aue und dann bereiten wir uns nächste Woche konzentriert auf Osnabrück vor. Der Wunsch für die letzten drei Tage lautet, dass nichts passiert? Logisch, keine verletzten Spieler mehr, keine Überschwemmungen, kein Stromausfall. Also alles bitte in ganz normalem Rahmen zu Ende führen. Vielen Dank. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV, powered by Baden TV.